Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Karin Ritter und ihr Leben. Karin Ritter ist tot. Die Frau aus Köthen starb im Alter von 66 Jahren. Ritter wurde als Mutter einer Familie in Deutschland berühmt, die seit 25 Jahren von Stern-TV begleitet wird und auch als Nazi-Familie bekannt ist. Die Todesursache ist noch unklar, berichtet das RTL. Ritters Familie wird vor allem deshalb als Nazi-Familie bezeichnet, weil die drei Söhne offen rechtsradikal sind. Einer ihrer Söhne zeigte schon als Neunjähriger auf Aufforderung den Hitlergruß. Das Team von Stern-TV begleitete Karin und vor allem ihre alkoholkranken Söhne schon seit 1994. Schon damals war der Alltag von der Mutter und ihren Söhnen Norman, Christopher und Andy geprägt von Verwahrlosung, Gewalt und ausländerfeindlichem Denken. Jahrelang hat Stern-TV dokumentiert, wie drei Söhne alkohol- und drogenabhängig werden, sich offen zu Fremdenhass und rechtsradikalen Gedankengut bekennen und wiederholt strafauffällig werden. In ihrer Heimat, in sachsen-anhaltischen Köthen, genießen die Ritters einen schlechten Ruf. Karin Ritter landete 2019 auf der Straße und musste in ein Obdachlosenheim ziehen. Karin Ritter hatte im Laufe der Jahre, wenn Stern-TV zu Besuch war, regelmäßig über ihre gesundheitlichen Probleme geklagt. Ihr Arzt habe sogar von einer chronischen Bronchitis gesprochen. Dann, am Tag eines geplanten Umzuges, sagte Karin sogar, dass sie an Krebs erkrankt ist. Ins Krankenhaus wollte sie aber nie. Zudem war Ritter seit Jahrzehnten Kettenraucherin. Ich bin ganz ehrlich, mich hat die Nachricht wirklich geschockt und auch ein bisschen getroffen, als ich es gelesen habe. Wollte jetzt auch gar nicht zu sehr auf die Vergangenheit eingehen, aber zumindest ein bisschen das beleuchten. Ich hoffe einfach, es geht ihr jetzt besser, wo sie jetzt ist, und möge sie in Frieden ruhen. Und schreibt es doch mal in die Kommentare, was eure liebsten Erinnerungen an Karin Ritter sind. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.